täglich verändert sich das Watt. Ganz einfach gesagt, die Ebbe nimmt's, die Flut bringt's. Um das zu symbolisieren, wie hoch das Wasser dann kommt, die Gezeiten und. Der Tidenhub habe ich auch immer gerne diese Angel, diese Stippe mit, sozusagen, wo ich dann ausziehen kann, um zu zeigen, ah, so hoch. Und das ist natürlich dann die Höhe, der Tidenhub, den wir hier vor Schillig haben. Wenn wir einen Tidenunterschied haben von Borkum bis hierhin von einem Meter mehr, dann sind das ja auf einen Quadratmeter eine Tonne mehr Last, sozusagen eine Tonne, die zweimal am Tag mehr bewegt wird hier in Schillig als vor Borkum. Und dementsprechend ist die Dynamik hier viel größer und Priele verändern sich viel intensiver, gerade hier in diesem Bereich vor Minsenoog, unter Minsenoog, gerade nach Wilhelmshaven hoch oder Cuxhaven. Und so ist es auch, dass die Flut jedes Mal das Watt oder den Strand wieder aufs Neue befruchtet. Ja? Und immer wieder sozusagen organische Bestandteile, Energie mitbringt, hier liegen lässt, wo sich dann wieder drauf Algen entwickeln können und die wiederum gefressen werden, die in die Nahrungskette kommen. Ja. Das Wasser bringt permanent natürlich Energie. Wir Wattführer wissen um das Watt. Wir kennen die Routen und wir wissen natürlich auch dort, wo wir einfacher laufen können und nutzen das. Manchmal ist der direkte Weg nicht unbedingt der richtige Weg. Dann wollen wir so langsam, das Wasser kommt. Auf dem Wattboden bzw. auf dem Meeresgrund sehen wir jetzt eh nichts mehr. Also, da ist der Strand, da wollen wir hin.